Einen schönen guten Morgen in die Runde hier im Impfzentrum Saarbrücken. Wir alle sind heute Morgen hier, weil wir in dieser Pandemie, die eine Herausforderung der Menschheit sondersgleichen ist, heute endlich einen Silberstreif am Horizont sehen. Wir haben nicht nur einen verfügbaren Impfstoff, nein, wir beginnen jetzt tatsächlich mit dem Impfen. Und das ist eine außerordentlich gute Nachricht. Und es gibt uns die Chance, im kommenden Jahr 2021 die Pandemie zu bekämpfen in einer Form, wie es in diesem Jahr schlichtweg nicht möglich war, weil wir diesen Impfstoff nicht hatten. Ich bin froh, dass wir in einer beispiellosen Aktion Impftermine machen konnten im Saarland. Wir waren bundesweit das erste Land, das eine Impfhotline geschaltet hat. Und an dieser Hotline konnten 12.000 Impftermine gemacht werden, jetzt für den Januar. Wir haben darüber hinaus 15.000 Impftermine in den Altenhilfeeinrichtungen des Saarlandes gemacht. Und das aus dem guten Grund, dass wir die Menschen, die besonders stark von der Corona-Pandemie, von der Covid-19-Erkrankung betroffen sind, als erstes schützen wollen, indem wir sie impfen. Das sind die Menschen über 80, das sind die Menschen, die stationär an Pflegehilfeeinrichtungen untergebracht worden sind. Und schon seit gestern wird dort geimpft und mit gutem Erfolg. Heute geht es dann los hier im Impfzentrum Saarbrücken, wo man eine hervorragende Infrastruktur vorfindet. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen allen, die daran mitgeholfen haben, diese Infrastruktur aufzubauen. Das ist allen voran natürlich der Regionalverband Saarbrücken, Peter Gillow und sein Team, aber auch die Landeshauptstadt. Und es ist auch mit vielen Helferinnen und Helfern möglich geworden, nämlich von der Bundeswehr, von den Hilfsdiensten. Das ist eine großartige Zusammenarbeit gewesen, die das möglich gemacht hat. Und ich freue mich außerordentlich, dass zusätzlich zu den drei stationären Impfzentren im Saarland die Bundeswehr, Oberst Reibold ist anwesend, noch ein weiteres Impfzentrum aufbauen wird in Lebach. Auch das sind gute Nachrichten für die Menschen. Ich habe mich schon vor einiger Zeit davon überzeugt, dass das in den Impfzentren hervorragend funktioniert. Alle sind gut aufgestellt, sie werden die Menschen hier gut betreuen. Die Personen, die geimpft werden, können sich darauf verlassen, dass auch für den Fall, dass es eine Unverträglichkeit gibt, mit dem Sanitätsdienst alles gerüstet ist, um zu unterstützen. Und es wird so ablaufen, wie man das in Deutschland erwartet, alles gut organisiert. Wir sind sehr gut vorbereitet auf den Ansturm der Menschen, die kommen. Und ich will an dieser Stelle auch noch mal sagen, die Menschen können in diesen Impfstoff vertrauen. Er ist durch ein ordentliches Zulassungsverfahren bei der Europäischen Kommission gegangen, durch die EDC geprüft, ist er freigegeben. Das ist nicht eine Notfallzulassung im Schnellverfahren, sondern es ist ein ordentliches, ein sicheres Verfahren. Deswegen glaube ich fest an die Sicherheit des Impfstoffes. Ich werde selbst, wenn ich an der Reihe bin, mich natürlich impfen lassen, weil ich glaube, dass es ein Akt der Solidarität auch ist gegenüber Menschen, die vielleicht mehr gefährdet sind als ich, an Corona zu erkranken. Und das darf man heute auch sagen, es ist ein Tag der Freude. Es ist ein Tag des Jubels. Und wenn man das mal vergleicht mit anderen Impfungen gegen schlimme Erkrankungen, etwa die Polio, die Kinderlähmung-Impfung, die im Jahr 1955 entwickelt worden ist, oder wir denken an die Pockenimpfung im 19. Jahrhundert, da haben sich die Menschen gefreut, sie haben sich in den Armen gelegen und sie haben Glocken geläutet, weil sie so froh waren, dass gegen diese Heimsuchung der Menschheit endlich ein Impfstoff gefunden worden ist. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass in diesen Tagen auch die Freude über den Impfstoff wirklich überwiegt und dass man nicht wirren Impfgegnern unnötig jetzt hier eine Plattform gibt an dieser Stelle. Bitte vertrauen Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, in die Sicherheit dieses Impfstoffes. Wir müssen darauf setzen, dass viele Menschen sich impfen lassen, damit der Krankheit Covid-19 die Stirn geboten wird im nächsten Jahr. Deswegen hoffe ich darauf, dass wir weiterhin gut zusammenarbeiten. Ich darf nochmal danken allen Beteiligten, die dazu beigetragen haben, dass wir heute mit der Impfung im Saarland starten können. Bitte bleiben Sie alle gesund.